Sean das Schaf. UFO-Alarm. Und das stellt wieder mal den Fall dar, dass ich quasi zu einer Party gehe, bei der ich die Gäste nicht kenne. Das Ganze ist die Kinoverlängerung einer Fernsehserie, die auf dem Kika läuft, von der ich nicht eine Folge gesehen habe. Und das Ganze gehört zu in das Schaffenswerk der Leute, die Sachen wie Chicken Run, Wallace & Gromit oder auch im vergangenen Jahr Early Man gemacht haben. Das heißt, ich habe von all dem immer mal wieder häppchenweise was gesehen, also von den Kinofilmen, würde mich aber weder als Fan noch als besonderen Kenner der Materie bezeichnen. Trotzdem möchte ich hier einen entscheidenden Schnitt machen. Film zu bewundern heißt auch, die Menschen, die ihn machen, zu bewundern und Arbeit wertzuschätzen. Und wenn ich auch inhaltlich mit dem Ganzen überhaupt keinen Zugang habe oder keinen Bezug zu dem Gezeigten, muss ich doch respektieren, was hier wie gemacht wurde. Die Arbeit mit Stop-Motion-Technik, was wohl so ziemlich die zeitraubendste, nervtötendste und anstrengendste Weise ist, etwas zu machen. Das heißt, wenn jemand so etwas auf Kinolevel bringt und das in einen Spielfilm verwandelt, verdient alleine das meinen Respekt. Selbst wenn ich mit dem Inhaltlichen nicht übereingehe, beziehungsweise in diesem Fall mich damit nicht auskenne. Aber das ist ja auch der Effekt, wenn ich jetzt über diesen Film spreche, es trennt sich hier ganz einfach diejenigen, die mit der Thematik was anfangen können, von den anderen. Und bei letzteren, selbst wenn ich jetzt irgendwie hervorkehre, was das Ding für Vorzüge, Besonderheiten an sich hat, es wird nichts daran ändern, dass Leute sagen, keine Lust, mich überhaupt damit zu befassen. Bestes Beispiel war, als ich vor einem knappen Jahr Early Man in der Sneak Preview hatte und das Ding nach 5 Minuten leer war. Besondere Eigenschaften dieses Films sind halt, es wird nicht gesprochen, die Tiere reden nicht und auch die Menschen kommunizieren quasi mit Grunzlauten oder so, aber es wird kein klarer Dialog geführt, womit sich der Film erzählerisch natürlich einige Schranken hinstellt. Ansonsten ist der Film ja relativ plotarm. Wir haben im Grunde eine kleine IT-Variante. Wir haben ein idyllisches Dorf mit einer idyllischen Farm, wo das freche Schaf Sean mit seiner Herde glücklich lebt und eines Tages landet ein UFO. Dem UFO entsteigt ein kleines süßes Wesen, das sich mit Sean anfreundet und ab da verbreiten die beiden eine Menge Chaos in ihrem Ort. Steht es natürlich mit dem Ziel, das Alien irgendwie wieder nach Hause zu bekommen. Sie werden von einer Art Man in Black gejagt und sie haben auch noch nervtötenden Schäferhund, Schaf. Hüterhund, wie auch immer, im Gepäck und der Farmer, auf dessen Farm das alles abspielt, will die Vorgänge auch zu seinen Vorteilen nutzen. Wie gesagt, es nützt nichts, wenn man von der Materie etwas kennt, damit bislang nichts anfangen konnte, dann wird man jetzt nicht sagen, oh, der hier wird mich aber überzeugen. Ich habe an dem Ganzen ein paar Dinge wirklich gemocht. Zum einen wirkt es auf mich nicht so, als wäre man hier darauf aus, eine Fernsehserie auf die Leinwand zu werfen. Das, was ich hier sehe, hat wirklich große, fette Kinoqualität. Ansonsten ist natürlich die liebevolle Gestaltung, die Aufmachung und so weiter wundervoll. Da geht mir das Herz über, weil ich weiß, was da Menschen für Arbeit reingesetzt haben. Aber eben diese Technik Stop Motion wird im Kino nicht gewürdigt. Es ist ja auch unlängst Mr. Link komplett segeln gegangen. Ansonsten aber muss man damit leben, dass der Film nicht nennenswert viel Handlung hat. Quasi eine ganz schlichte IT-Version. Aber der Film halt mit anderem Humor arbeitet. Das heißt, es ist Slapstick, es sind lustig guckende Figuren und es ist durchweg harmlos. Ich habe lange kein Teletubbies mehr gesehen, aber so ungefähr funktioniert das Ganze. Es ist charmanter, herzlicher Humor, der so, wenn man dafür empfänglich ist, einen erreicht. Also ich habe hinter mir eine Mutter gehabt, die hat schreiend den Saal zusammengebrüllt. Aber auf mich wirkt das Ganze nur, sagen wir mal, für ein Schmunzeln ausreichend. Und insgesamt hatte ich so im Kino die Eindrücke, dass die Reaktionen etwas reserviert und verhalten waren. Letzten Endes muss ich aber sagen, dass es für mich ein Problem der Dosierung ist. Das heißt, das Ding war 85 Minuten lang, fühlte sich für mich aber wie volle 2 Stunden an. Und ich glaube, als 5-minütigen Clip könnte ich so ein Video von denen wunderbar konsumieren. Als ganzen Film war es mir zu lang, zu sperrig und zu anstrengend, weil ich über den Humor halt stellenweise lachen kann, weil das Ding, wie so oft bei solchen Filmen, einzelne richtig großartige Gags hat. So richtige Volltreffer, die sind aber inzwischen jeder Menge durchschnittlicher Dinger versteckt und deswegen komme ich nicht zu einem positiven Gesamteindruck. Deswegen, für Fans der Reihe dürfte das sicherlich nicht der beste von allen Filmen sein, durchaus aber zufriedenstellendes Material. Wer mit der Thematik bislang keine Berührungspunkte hatte, wird auch hier, glaube ich, nicht wirklich den Einstieg finden. Und es ist einfach ein alternativer Film zur gleichgeschalteten Animationssoße, die man so für Kinder auf der Leinwand bekommt. Durchaus eine Alternative, aber ja, ich habe es jetzt oft genug gesagt. Wer nicht damit
klarkommen, wird jetzt hier sich auch nicht in den Stoff verlieben. Deswegen, ich war gar nicht so unzufrieden und gebe 3 von 5 Punkten. Wie seht ihr das? Habt ihr bisheriges aus der Serie gesehen oder die Fernsehserie oder sonstiges von den Machern? Mögt ihr diesen Humor oder könnt ihr diese Arbeit schätzen? Oder ist euch das alles nervtötend? Das würde mich interessieren in den Kommentaren unter diesem Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann, ciao.